Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Die Krise schneller überwinden. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 8. April 2020. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir freuen uns sehr, berichten zu können, dass wir sehen können, wie ihr alle dort auf der Erde Fortschritte macht. Und wir können den Welleneffekt auf dem ganzen Weg hierher in der neunten Dimension spüren. Wir sind auch in der Lage, die Richtung zu spüren, in die ihr euch bewegt. Und wir können sagen, dass ihr zweifellos aufgrund der Arbeit, die ihr als Kollektiv geleistet habt, jetzt schneller zum Ende dieser Krise gelangt. Ihr macht diesen Fortschritt in Richtung eures Aufstiegs auch deshalb, weil es bei eurem Aufstieg darum geht, euch selbst als Kollektiv zu sehen und nicht als eine Ansammlung von Individuen. Das ist ein Unterschied. Ein Kollektiv ist eine Einheit und als solche müsst ihr handeln, um zu harmonisieren und Synergien zu schaffen, damit ihr euch in einen höheren Bewusstseinszustand katapultieren könnt. Und so habt ihr etwas miterschaffen, das euch als Kollektiv vereinigt, etwas, das es euch erlaubt zu sehen, dass ihr alle gleich seid, egal woher ihr kommt und woran ihr glaubt. Und wenn ihr dort auf der Erde wieder zur Tagesordnung übergeht, wird es eine Veränderung in der Art und Weise geben, wie ihr eure Mitmenschen seht. Gerade jetzt ist der Wunsch, sich mit anderen auf eurer Welt zu verbinden, noch nie so stark gewesen wie derzeit im kollektiven Bewusstsein. Ihr werdet nach einer tieferen Verbindung suchen. Ihr werdet nach mehr suchen als nur nach physischer Nähe und physischer Berührung. Ihr werdet wissen wollen, was andere während dieser Pandemie durchgemacht haben. Ihr werdet ihre Geschichten hören wollen. Ihr werdet wissen wollen, wie sie betroffen waren, ob sie irgendwelche Verluste erlitten haben. Und wenn ihr eure Geschichten miteinander teilt, wird das Mitgefühl wachsen. Mitgefühl und bedingungslose Liebe sind das, was ein Kollektiv zusammenhält. Sie sind es, die euren Aufstieg beschleunigen. Sie sind das, was ihr als Quellenenergiewesen wirklich seid. Und ihr, die ihr wach seid, wisst das schon seit geraumer Zeit. Ihr habt euren Teil dazu beigetragen. Ihr habt dem kollektiven Bewusstsein etwas Positives hinzugefügt. Und jetzt holt der Rest des Planeten auf. Die Menschen sind begierig darauf zu wachsen, sich auszudehnen und sich zu entwickeln. Jetzt mehr denn je. Und ihr habt sie im Stillen auf diesen Weg geführt. Aber euer Einfluss wird immer stärker und stärker. Und viele, die schlafen, fangen an, während dieser Periode der Verlangsamung dort auf der Erde die Anwesenheit höherdimensionaler Wesen zu spüren. Alles dreht sich darum, was ihr fühlt. Und so ist das Fühlen für uns, die Erzengel, die aufgestiegenen Meister und andere, ein riesiger Schritt vorwärts und einer, über den wir nicht glücklicher sein könnten. Vertraut darauf, dass eure Mitmenschen bekommen, was sie brauchen, und verankert euch weiterhin in diesem Mitgefühl. Und ihr werdet euch selbst schneller als erwartet verwirklichen. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.